46, 58 Schuss reicht. So, ich lese dir jetzt mal ein Märchen vor, Thomas. Isolde Storck. Das ist Müll, ich muss Müll einmal jetzt hat. Vom Igel, der keiner mehr sein wollte. So, gehen. Guck mal. Oh je. Oh! Ich hab mir das vorher noch nicht angeguckt. Ich lese mal jetzt zusammen, ja? Ich lese dir mal eine guten Morgen zum Aufwachen. Okay. Petra Wiegand. Da haben wir einen glücklichen Igel. Der isst Äpfel und der sitzt unter der Palme und schlurft. Mumi? Ihr seid stark. Vom Igel, der keiner. Weiß ja immer, da muss ich nochmal ein bisschen mehr ins Licht kommen. Die können wahrscheinlich. Ah, die leuchtet weiter. Die Bilder malte Petra Wiegand. Der Kinderbuchverlag Berlin. Es ist, guck mal, guck mal. Die Mama, die Raupen und die. So ist halt null. Nee, ach, hier unten ist noch einer gerade gesehen. Da ist auch noch eine. Raupe ist das. Oder so ein Apfel hier raub. Hm, kenn ich. Der Igel fühlte sich einsam. Scharf, ne? Am Wasser. Oh. Deshalb schlüpfte er eines Tages durch den Gartenzaun und wanderte in den nahegelegenen Wald. Dort hatten sich gerade die Tiere versammelt. Leise und vorsichtig um die Schnauze ein schüchternes Lächeln trat der Igel näher. Die Tiere wandten sich ihm zu und musterten ihn aufmerksam. Einige lächelten zurück. Die Wildkatze zwinkerte ihm sogar zu. Aber andere Tiere schauten ihn gleichgültig an. Das ist der Hirsch, das Eichhörnchen, rechten Quail, das ist der Hase. Was macht denn der mit dem Fuchsschwanz? Was haben wir da noch? Ich kann es nicht erkennen, das ist nur die Chance. Aber die Katze zwinkert. Komm jetzt hier. Schau auf. Mehr Licht. Mehr Licht mehr, dann wird es vielleicht schärfen. Jetzt. Schwierig. Ich sehe da noch unscharfe Dachs. Vielleicht seine Brille nicht auf. Und da ist da noch ein Maulwurf oder Schaufel. Ich glaube, starre Schwein. Keine Ahnung. Na, rutsch ich mal da mal ein Stückchen weiter nach vorne. Gobi hat auch zu. Ja, es gab auch welche, die sehr unfreundlich guckten. Fuchs, Stachelschwein. Am unwilligsten sah das Stachelschwein, der Anführer der Tiere, aus. Finster blickte es auf die Stacheln des Igels und verglich sie mit seinen eigenen. Hey.
Der Igel hielt das Schweigen nicht länger aus. Guten Tag, grüßte er höflich und bat, nehmt mich bitte bei euch auf. Doch zu seiner Überraschung quiekte das starre Schwein los. Ii, ein Igel! Sofort verschwand jede Freundlichkeit aus den Gesichtern der Tiere. Furchtsam schielten sie zum Stachelschwein, dessen Stacheln sich bedrohlich aufrichteten. Wie schmerzhaft diese stechen konnten, hatten schon einige von ihnen erfahren müssen, also duckten sie sich lieber vor ihm. Und wie ein Echo kam es jetzt von allen Seiten der Versammlung. Ih, ein Igel. Ja, ich bin ein Igel, rief er. Was habt ihr denn gegen mich? Der Hase guckte angstschlurrend zum Stachelschwein. Das nickte aufmunternd. Da fuhr der Hase den Igel an. Du hast Stacheln. Natürlich, das ist super Igel so. Wer bei uns Stacheln tragen darf, bestimme ich. So ein Schaf. Grunzte drohend das Stachelschwein. Wie der aussieht. Weil der da oben ringt. Was seht ihr? Richtig? Seht ihr richtig? Das ist unscharf. Richtig. Bekräftigen die Tiere. Ja. Warte. Wenn du bei uns bleiben willst, werde so wie wir. Versuch zu werden wie der Hase. Oder der Maulwurf. Oder haben wir ein anderes Tier von uns? Gut, ich werde alles tun, was ihr wollt, versprach der Igel. Schon am nächsten Tage machte er sich mit Feuereifer an seine Aufgabe. Er bemühte sich, wie ein Hase zu hoppeln. Das war der erste Satz, den ich im Buch von ihr gelesen habe. Mehr auch nicht. Doch den Hinterpfoten fehlte es an Kraft. Nach jedem Sprung plumpste er ungeschickt auf die Erde. Er hörte Gekicher und sah den Hasen gemeinsam mit anderen Tieren im Gebüsch hocken. Allein die Wildkatze war traurig, ließ den Schnurrbart hängen und schlich in den Wald. Nun versuchte der Igel wie ein Hirsch zu sein. Stolz erhobenen Hauptes schritt er umher. Aber auf diese Weise fand er weder Raupen noch sonst etwas Essbares. Und schon nach wenigen Tagen war er arg vom Fleische gefallen. Ein Geweih war ihm natürlich auch nicht gewachsen. Da kam der Hirsch vorbei. Warum steckst du denn so mager in deiner Haut? Bedauerte er den Igel. Findest du keine Raupen mehr? Der Igel hörte durchaus den Hohn aus seinen Worten heraus. Doch er ließ es sich nicht verdrießen. Ich hörte da keinen Hund. Er nahm Anlauf, sprang gegen einen Baum und dachte, es wäre ja gelacht, wenn ich nicht so gut wie ein Eichhörnchen klettern könnte. Power off. Act slow.
Betriebsbote, dachte es und fiel schmerzhaft auf den Rücken. Schnippisch schwippte das Eichhörnchen mit dem Schwanz und hüpfte davon. Der Igel war sehr betrübt und nahe daran aufzugeben. Ich muss mir ein Tier aussuchen, das ich besser nachahmen kann, überlegte er. Der Fuchs fiel ihm ein. So zu schleichen wie dieser war bestimmt nicht schwer. Er duckte sich und war bemüht, lautlos durchs Gebüsch zu schleichen. Aber sein schlurfender, tapsiger Gang war einfach nicht zu überhören. Der Fuchs schüttelte missbilligend in den Kopf. Ich möchte ein Maulwurf sein, mich vergraben und vor allen verstecken können, wünschte sich der Igel verzweifelt. Er begann wie wild mit seinen vier kleinen Pfoten zu wühlen. Ein Maulwurfsloch kam nicht zustande. Der heult schon wieder. Jetzt kannte der Spott der Tiere keine Grenzen mehr. Johlen und Pfeifen schrillte durch den Wald. Sie hielten sich die Bäuche und wälzten sich vor Lachen auf der Erde. Da wird der Hirsch, also durch die Aussicht, völlig irre. Mach die Katze. Ne? Scharf. So scharf. Es ist nicht so scharf. Der Dachs gab dem Igel einen Tritt. Die anderen taten es ihm gleich und so wurde der Igel hin und her gestoßen. Ach du Scheiße. Ui. Die Katze guckt weg. Boah. Ey, gemeinsam seid ihr stark. Da packte diesen die Wut. Ja. Richtig so. Er zog sich zu einer Kugel zusammen und richtete seine Stacheln auf. Das war gerade der Moment, als ihm das Stachelschwein mit der Schnauze den nächsten Stoß verpasst. Jawohl! Die Tiere waren stumpf und spät. Das wischte sich die blutende Schnauze und beugte den Igel von allen Seiten. Die dein Igel grunzte, als wäre ein interessantes Tier. Herzlich willkommen. Ich weiß, du bist. Er richtete sich auf. Ehrerbietig wandten sich in die Tiere zu. Was? Hallo. Bist du nicht mehr eingeladen? Jean? Er? Er aber? Kehrte sich um und ging den Wald hinein. Cool. Warum willst du uns verlassen? Was haben wir denn getan? Bleib bei uns! Dann hat er den Rand des Waldes erreicht. Randvoll. Wie konnte ich nur so töricht sein, aus meiner Igelhaut herauszuwollen, dachte er. Garten? Wald.
Dschungel oder Deutschland? Vor ihm lagen zwei Wege. Der erste führte zurück in den Garten, der zweite in einen anderen Wald. Auch dort gibt es Tiere, wusste der Igel. Ob sie einen wie mich da brauchen können? Einen Augenblick zögerte er, dann schlug er den zweiten Weg ein. Ein kleines Igelende. Eine Tigelente. Eine Igelente. Auf halber Strecke blieb er stehen, putzte sich die Zähne, die Schnauze und glättete seine Stachel. Cool. Darauf holte er tief Luft und schlurfte in aufrechter Igelhaltung in den neuen Wald hinein. Aufrechter Igelhaltung. Achso, das war's schon. Guck mal. Ispen? Brauchen wir nicht? Oh, da steht ja schon solche Sachen. Was stehen da für Sachen? 3, 2, 1. Ach, guck mal. Guck mal, was da steht. Sehen, siehst du das? Siehst du das? Das muss ich alle wünschen. Glückliche Familie. Unscharf. Na, vorne zu betragen. So, ich stopp.